Perlholzkrippen. Der Vitrak wird das Schwierigste sein für uns. Ich frage mich, ob wir mit dem Zeug dann wenigstens manche von uns auf Level 13 kommen. Ich hoffe nämlich so, dass wir auf Level 13 oder 14 kommen, bevor wir hier Kreckholt-Klippen und Weißmark machen. Und da ist das Ganze nämlich schon mal einfacher machen. Und ich müsste mir keine Sorgen um Edea und Sagani und Kanna machen, wenn ich die dann in den Weißmark durch die neuen Charaktere eine Weile ersetze, während ich Weißmark mache. Naja, ich weiß, es gibt drei neue Gefährten, sage ich jetzt mal, in der Weißmark. Aber wenn ich die mitnehme, dann leveln Edea und... Also ich weiß, werde ich durch einen ersetzen, Sagani und Kanna auch. Auch wenn ich Kanna eigentlich ziemlich gern dabei habe. Kanna ist halt ziemlich stark mit seinen Zaubern. So, das heißt, erstmal nach Zilantlis. Dann können wir auch gleich Hivarias zu der Quest schicken. Weil der sollte jetzt dann wieder zurück sein. Dann Erbhügel und dann die Perlholzklippen. Und ja, dann geht's nach Otnur. Hivarias beendet die Eskorte von Bittstelle und kehrt zur Festung zurück. Ja. Kann ich jetzt Hivarias gleich wieder auf seinen Auftrag schicken. Ah, und da sind sie auch schon, die Typen, die an einer Maschine rumspielen. Und irgendwie macht das viel Schaden. Oh, ich bin ja sogar verwüstet, merke ich gerade. Oh, und die Dubak ist bewusstlos. Das ist nicht gut. Oh, Narok lebt sogar noch. Oh, dann geht mal mit draufhauen. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Oh, der hat einen unserer Onkel getötet. So, jetzt sind sie alle hinüber. I'm here. Oh, Blutstein, Dietriche. Guter Jagdbogen. Eine einzigartige mittlere Rüstung. Oh. Außergewöhnlich, Tapferkeit, Wuchtresistenz. Gut, dafür brauche ich eine Sumpfdrachenschuppe.
Oh, verdammt viel Geld, aber das Geld habe ich, das ist kein Problem. Hier bräuchte ich eine Adra-Schuppe für. Geld. Vergleichen wir die beiden mal. Du bist schon komplett verzaubert und du bist auch außer verstärkt komplett verzaubert. Also etwas weniger Schadensreduktion, dafür Schadensreduktion gegen bestimmte Sachen. Bessere Erholungsgeschwindigkeit. Außergewöhnlich, Verteidigung gegen niedergestreckt. Plus 15 Verteidigung gegen Stoßangriffe. Plus 5 Tapferkeit. Na, ist die Entschlossenheit besser, weil die macht mehr. Mehr Lebenspunkte. Aber wir könnten hier noch was verstärken. Hiebresistenz, Stichresistenz. Wie sind denn seine Resistenzen so? Wucht, Zersetzung und Mantel der schlechten Bezahlung. Ja. Also Wucht hast du genug. Da brauchen wir nicht noch mehr. Entweder mehr Hieb oder Stich. Ich bin ja für Hieb. So, jetzt hat er noch extra Hiebresistenz. Sehr schön. Andere Sachen. Ja, das Schild ist schon verzaubert. Und sein Säbel ist verzaubert. Seine Pistole ist nicht unbedingt verzaubert, aber die benutzt er ja selten. I'm here. So, dann auf nach Erbhügel. Oh, Zahltag. Also dann mal rüber zum Turm. Bin mal gespannt, auf welchem Stockwerk. Ich glaube nämlich nicht, dass sie ganz oben sind. Doch. Weil ganz oben müsste immer noch der Zombie rumstehen, den ich da stehen hab lassen. I'll take a look. Nö, also auf der Ebene sind sie nicht. Ein Stockwerk nach oben gehen. Ja, da sind sie. I'm on the trail. Oh, da will einer einen Feuerball werfen. Na, alle auf er wieder mal den Gefallen. Beyond.
Okay, Alof. So viel zu Alof. Etomag ist schon wieder down. Also das sind viele böse Zauberer, muss ich sagen. Okay, jetzt ist wenigstens sie schon mal down. Sie ist down, hoffe ich mal. Okay, das war unschön schmerzhaft. Was ist das? Wunderschön so Rippe. Okay. Ein paar Zauberbücher. Gott, jede Menge Geld. Okay, für Alofs Level Up hat es schon mal gereicht. Ein Punkt Überleben wäre nicht schlecht für Alof. Oh ja, ein verzögerter Feuerball, den nehme ich gerne. Und ein starkes Phantom nehme ich auch gerne. Und einen Feuerball zur Hand nehme ich auch gerne. So. Jetzt können wir bei jedem Kampf einen Feuerball wirken. I'm here. Gut. Das heißt, jetzt geht es zur Perlholzküste. Da hoffen wir, dass wir den Vitrag kriegen. Ja, und dann sehen wir weiter. Dann hoffe ich mal, dass das die letzten Kopfgeldaufträge waren. Alof hat schwere Verbrennungen. So, wir müssen wieder hier raus. Naukes Geschichte. Ich muss noch seinen Kopf zur Oberwärter Firgim bringen und das Kopfgeld einfordern. Narok ist ein glafantalisches Medium. Er wurde wegen seiner extremen Ansichten verstoßen. Die Glafantal seien ein hübsches Sümmchen, welche ich nach Xiland Lys reise und ihm den Kopf abschlage. Hurakan Isli hat offenbar die falschen Leute erzürnt, denn es ist ein staatliches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ein Kopfgeld, das ich mir verdienen kann, wenn ich sie töte und ihren Kopf als Beweis bringe. Ja, ich selber brauche noch 1500. Edea braucht noch ein bisschen mehr. Edea ist der... Nee, Doens ist der, der am meisten hinterherhinkt. Während Alof schon auf Stufe 13 ist.